Schlechte Nachrichten für alle Twitter-Freaks. Nora Tschirner twittert nicht. Warum? Sie hat ein Leben, sagt sie. Warum man dann nicht twittern kann, das jetzt im Fragenlotto und noch ganz viele andere gemeine Fragen an sie. Also, viel Spaß. Lose. Genau. Pass auf, die Roten sind mit Grundrot, das sind gemeine Fragen. Geil. Und die Grünen sind harmlose Fragen. Die sind mit Grundrot, hast du gesagt. Wenn du sagst, die sind mit Grund... Autsch. Warum arbeitest du jetzt als Synchronsprecherin? Keine Rollenangebote mehr? Ja. Das ist richtig. Und Disney zahlt sehr gut. Ihr seid ja wohl auch besonders gewitzt. Das sind jetzt alles so diese Leute, die immer die Foren schreiben und denken. Ja, das ist inspiriert durch das Internet. Geil. Und euch wollte ich schon immer mal Fragen beantworten, ihr Klöpse. Also, pass auf, Mäuschen. Jetzt geht's weiter. Mit Mäuschen meine ich übrigens nicht dich. Dunkler. Also. Will ich auch hoffen. Apropos, bereust du oft, was du in Interviews sagst? Nein. Vielleicht. Man weiß es nicht. Was interessiert dich mein Geschwätz von gestern? Was interessiert dich mein Geschwätz von gestern? Das ist auch geil. Was interessiert es uns alle? Man weiß es nicht. Ja. Das könnt ihr euch auch gar nicht mehr vorstellen, eine Welt ohne das. Was twitterst du so den ganzen Tag? Leute, das könnt ihr nicht verstehen. Aber ich habe ein Leben. Denk mal drüber nach. Aber du hast mehrere Twitter-Accounts. Ja, ich habe mehrere Twitter-Accounts. Danke dafür, wer auch immer das macht und Sachen schreibt wie kalt im Winter. Nee, ich twittere nicht. Ich werde wahrscheinlich irgendwann mal twittern, wenn es um ein Projekt geht oder wenn man so eine Band hat oder sowas. Finde ich das cool. Als Einzelperson kann ich das irgendwie noch nicht. Ich bin ja auch nicht so eloquent und so. Naja, nicht ganz so eloquent, ne? Ich will noch die letzte. Eine rote, du kannst auch eine grüne gerne noch ziehen. Was, wenn da, vielleicht habt ihr es nämlich heute vertauscht. Nein, die haben wir nicht vertauscht. Die sind schon, entschuldige mal. Wie hieß dein erstes Haustier? Siehst du, das ist sowas, man kann die grünen nicht aufmachen, das kann man nicht beantworten. Nee, das ist ja auch schwierig. Mhm. Gut, das höre ich oft. Außer von den Leuten, die roten Zettel schreiben. Woher hast du deine sympathische Ausstrahlung? Du bist aber so froh, dass diese anonyme Person mir diese Frage stellt. Darüber wollte ich schon immer mal gerne ein Referat halten. Es war nicht leicht. Ich bin viel Schlimmes gegangen in meinem Leben, aber ich bin immer Mensch geblieben und hab einfach gedacht, ich behandle andere auch so wie du selber. Super gerührt von mir jetzt gerade, aber hey. Du, ich weiß das nicht. Das ist geil, ne? Ich weiß das nicht. Es ist einfach passiert. Ich bin einfach ein Hammer-Sympath. Kannst du halten, kannst du drehen und wenden, wie du willst, das ist so. Ist einfach natürlich wahnsinnig gut gelaufen für euch, ne? Dass ihr mich sehen dürft. Super. Und noch mehr Fragen, Lottos, gibt es bei Klicksum unter anderem das mit Ape Crime Reloaded, die erklären, ob sie nur eine schlechte Smosh-Kopie sind. Wen das interessiert, dieses Video anklicken oder auch darum bei uns im Fragenlotto, die hochnotpeinliche Frage beantworten muss, warum bist du so schön? Den Grund erfahrt ihr im Fragenlotto mit ihr. Also, und ansonsten, ja genau, bis dann, bleibt dran.